So, wir sind endlich wieder zurück bei Kunoichis Geschichte in der Schlacht von Mikatagahara. Dann, gehen wir einfach ohne großes Vorwort rein in unser Briefing. Kenshins Rückzug aus der Schlacht von Kawanakajima bedeutete den Sieg für die Takeda-Armee. Shingen nutzte die Gelegenheit und brach zu einem Marsch auf die Hauptstadt auf, doch Ieyasu Tokugawa, der Fürst von Mikawa, stellte sich ihm in den Weg. Ja, das kennen wir schon von Yukimura. Aber ich denke, jetzt, wo wir nicht der Krieger, sondern die Kunoichi, die Ninja-Frau sind, werden wir das Ganze aus einem anderen Blickwinkel erleben. Hoffe ich jedenfalls. Vielleicht ein bisschen mit Hanzo rumschnick-schnack. Und so? Nein? Nein. Okay. So. Ja, nehmen wir einfach mal alles. Ieyasu Tokugawa ist geschlagen und Shingen ist geschlagen. Das sind die extremen Bedingungen. Wenn Warum Shingen stirbt, belagern haben wir nicht verloren. Ieyasus Burg, wenn wir ihn in Frieden lassen? In einen Krieg sollte man sich nicht leichtfertig begeben. Das stimmt. Da tanzt er wieder auf seinem Pferd. Nun. Sicher ist es hart für jemanden, der so jung ist, das zu verstehen. Lockt sie herein. Stürmt nicht leichtsinnig heraus. Ich guck mal, ob man hier irgendwie die... Wir werden unbeweglich sein wie der Berg. Hier kann man die Geschichte sehen. Wir haben noch keine Geschichte, weil wir gerade erst angefangen haben. Das sind halt die ganzen Sachen, die hier geschehen. Jetzt müsste man zum Beispiel hier in der Geschichte sehen. Nein. Oder? Mission, da. Das ist es. 6 Minuten haben wir dafür Zeit. Das ist ganz schön viel eigentlich. Zeige mir, für so eine kurze Holz Mission. Bist, Ieyasu. Komm her, Kollege. Unverschämter Halunke. Ja. Oh. Hier geht's ja gar nicht lang. So. Was? Unverschämter Halunke. Bleib sofort stehen. Die Unerfahrenheit eines Anführers zeigt sich in seinen Untergebenen. Ja, das sehe ich aber auch so. Die gesamte Tokugawa-Armee greift an. Oh je. Es ist Zeit. Zweite Einheit. Angriff. Zeig dem jungen Tokugawa, was wahre Kriegskunst ist. Jo. Wir werden sie angreifen wie Feuer. Dann greifen wir sie an wie Feuer. Was hast du davon? Irgendeine Mission, Chef? Oder soll ich einfach so drauf losprügeln? Lasst uns unseren Schwung ausnutzen. Ja. Das ist so ein Statement, wie Frau Merkel sagt. Hinter diesem Problem müssen wir alle hinterstehen und dagegen ankämpfen. Normal. Wie kann die Takeda-Armee so mächtig sein? Wir müssen Fürst Nobunaga informieren. Rückzug! Nein, ihr zieht euch nicht zurück. Ich soll euch aufhalten, das weiß ich noch. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Verfolgt sie, wir können sie einholen. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Und wen die harte Strafe dann trifft, der war nicht schnell genug, um zu fliehen. Und wird die Ratten in Sicherheit ziehen. Aua. Oh, jetzt will er sich wieder heilen. Pau! Was hast du davon? Kiste! Lasst uns unseren Schwung ausnutzen. Das sagst du die ganze Zeit. Geh doch zu Hause. Ich könnte dich wohl ziehen lassen. Aber ich glaube, du solltest ruhig etwas lernen. Denke ich aber auch. Und Führung. Verfolge und beseitige Ieyasu. Das machen wir doch. Der wird jetzt beseitigt. Und Hanzo verhält sich verdächtig. Was der wohl vorhat. Überlass mir deine Armee, mein Fürst. Nein. Wir lassen den jetzt nicht entkommen. Oh je. Gleich spürst du die Klinge meines Tombogiri. Das ist ja ein lustiger Name für deine Waffe. Das ist ja süß. Ieyasu besitzt 2 Dinge, die mehr wert sind als er selbst. Diesen einzigartigen Helm und diesen Offizier.
Tadakatsu. Ja! Der Sieger über Tadakatsu ist der dieser Schlacht. Verdammt nochmal, jetzt komm runter von deinem Ross. Ruhig, wieder weit, fürwahr. Wer da? Oh nein. Schinken! Schatten! Geh zugrunde. Mein Herr! Wenn die Feinde von meinem Tod erfahren, erhält ihr Kampfgeist Auftrieb. Ihr müsst meinen Tod noch geheim halten. Das ist immer noch unlogisch. Hanzo wird erzählen, dass er seinen Auftrag ausgeführt hat. Die wissen schon, dass er tot ist. Du, wie soll man das jetzt geheim halten? Mein Werk weiterführen. Niemals! Ich meine, ja. Schinken! Kabum! Kabum! Sehr gut. Ich werde nicht dulden, dass du mir im Weg stehst, sagte der kleine Mann mit dem großen Helm. Mist gebaut. Behandelt die Wunden des Fürsten. Schnell! So soll es nicht enden. Ihr wollt mich wohl zum Narren halten. Das werden wir noch sehen. Okay. Das hast du davon. So können wir den Tod geheim halten, indem wir Hanzo einfach besiegen. Klingt ja einfach. Wir werden nicht weit hinter euch sein. La la la. Oh, ich hätte den anderen Weg gehen sollen. Hanzo, du bist so schnell. Hanzo, komm her. Ich befehle es dir. Ich bin auch ein Ninja. Und deshalb kannst du Befehle von mir entgegennehmen. Oder so. Komm her. Ach, du bist gar nicht Hanzo. Ach, Mann. Tadakatsu! Oh, der hat ein schnelles Pferd. Kann ich dich da runter? Ach, Mann. Jetzt blockt er auch noch. So. Ich will doch nur dein Pferd klauen. Leute, ich will doch nur auf das Pferd. Papau! Und tschüss. Das leih ich mir mal. Ich hab das mal geleast. Hallo, Hanzo. Ninja Action. Illusion? Schatten. Das wird lustig. Sterbt. Das hast du. Kabum. Tschüss, Hanzo. Mehr kann ich nicht tun. Genau. Krieche in den Schatten zurück, aus dem du gekommen bist. Wenn herauskommt, dass der Herr tot ist, sind wir in großen Schwierigkeiten. So. Der hält aber einiges aus. Das ist nicht gut. So, immer so ein kleines bisschen bearbeiten. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. So, gleich haben wir dich. Aua. So, ihn haben wir. Fehlt nur noch der kleine Mann. Das hast du davon. Vergebens zu sterben ist jämmerlich. Tja,
dann entscheidet er sich mal, nicht zu sterben. Ist auch eine Option. Lasst uns unseren Schwung ausnutzen. Das sagst du immer. Aber wann tust du's, Yukimura? Ich hab das Gefühl, ich mache immer die ganze Arbeit und du sagst ja. Das nutzen wir mal aus. Beziehungsweise du sollst das ausnutzen, Kunoichi. Oh, der hat ja nur noch so wenig. Ich dachte, er hätte sich wieder aufgeheilt. Komm um! Oh, now Masali. Das ist schwierig. Das wird schwierig. Weil der ist immer ein richtiger Nervensäge. So. Ha! Pau! Die Niederlage zu kennen, ist ein wertvoller Vorteil. Das ist richtig. Drum erkenne sie und nutze sie, um zu flüchten. Warum lassen wir dich eigentlich flüchten? Warum töte ich dich nicht? Das Nun, dass es Shingen tot ist, könnten die Takeda am Ende sein. Vielleicht brauche ich einen neuen Job. Wir klauen unseren Job. Die Gerechtigkeit siegt immer. Das ist kein Witz. Ja, das sagst du, nachdem dein Fürst tot ist. Die Gerechtigkeit siegt immer. So, was haben wir? Himikos Rune. Das ist schön. Wir sind immer noch ein ungestümer Wildfang, aber was ist das? Angriffsreichweite, die brauchen wir. Aber wir können auch bessere Sachen finden, aber Reichweite ist auch schön. So. So machen wir das. Natürlich speichern wir. So. Und dann wird doch jetzt bestimmt eine Cutscene kommen. Jetzt, wo Shingen tot ist. Nee. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir die Burg Gifu infiltrieren. Das heißt, wir werden in der Burg selbst wieder ein Infiltrationslevel haben. Wie der Name schon sagt. Also, bis dann.